So, jetzt Aufnahme auch gestartet für die Leute, die das gerne auf YouTube schauen möchten noch. Ich habe mir überlegt, wir machen jetzt noch ein Stündchen und dann soll es das für heute gewesen sein. Es ist kein Fencheltee, den ich trinke. Es ist Eigenurin. Denn das ist gesund. Nein, es ist kalt aufgießbarer Tee. Kennt ihr den? Der ist lecker. Ich habe schon wieder die Maus im Bild. Ich starte mal neu. Meine Herren, vorher speichere ich aber. Einmal pro Abend oder pro Stream muss das, glaube ich, auch passieren. Dass der Pfeil im Bild ist. Nee, kein Krümeltee. Nee. Es gibt kalt aufgießbaren Tee in Beuteln. Heißt Frio. Also gibt es von zwei verschiedenen Firmen. Teekanne und Messmer im Zweifel. Ich weiß es nicht. Mega lecker. Ist zwar eigentlich ein Saisonartikel in den Supermärkten. Sommerartikel, aber in manchen gibt es das ganze Jahr durch. Ich weiß noch nicht, ob den alle Supermärkte führen. Rewe führt ihn auf jeden Fall, weil da habe ich ihn her. So, und wieder einmal zu Arngeir. Wir kennen das nicht, haben nicht alle das YouTube-Money. Ja, ist halt der hotte Schissel, weißt du? Klar, tut mir leid für euch. Bei mir ist der Cursor nach dem Raustappen immer im Bild. Ja, da gibt es, glaube ich, auch eine Mod. Ich mag da Lem. Ich weiß gar nicht, was ich hier habe. Ich glaube, ich habe Limette Minze, ja. Ziemlich lecker. Gibt aber noch Erdbeer, ist viel leckerer. Was auch sehr geil ist, ist kalter Früchtetee mit Orangensaft. Habe ich noch nie getrunken. Muss ich mal probieren. Alle stehen in eurer Schuld. Hab beides da. Also jetzt kein Kirschtee, aber Früchtetee habe ich bestimmt da. Wir haben das Flüstern eines Wortes vernommen. Alter, nicht so schnell. Gebt mir eure Karte, dann zeige ich euch, wo ihr sein Echo findet. Folguntur. Atem und Konzentration. Ja, und ganz langsam reden. Au. Da anscheinend Mods mal gesamtes Spiel zerschossen haben. Erstmal nein, danke. Ja, es ist immer blöd, wenn mit Mods muss man schon vorsichtig sein. Die meisten sind zwar auf Kompatibilität geprüft, aber es gibt so viele, da kann es immer mal sein, dass sich einer oder zwei untereinander halt nicht vertragen. Und dann kann es echt sein, leider, dass man sich das ganze Spiel zerschießt. Das ist, ja. Also ich kenne Leute, die haben hunderte von Mods installiert und haben überhaupt kein Problem und es läuft alles wunderbar. Aber ich hatte es auch schon, ich hatte auch schon mein liebes Leid mit Mods. Und damit meine ich nicht irgendwelche Idioten in Foren, die sie für wichtig halten. Da muss man teilweise schon ganz schön gucken, sich entweder... Wer sieht mich? Mein Gaul oder was? Sich entweder einen Ersatz suchen, der dasselbe tut, was der Alte getan hat, was man möchte. Oder ihn halt im Zweifel ganz rauslassen. Es ist aber auch immer schwer, den Übeltäter zu identifizieren, wenn man plötzlich ein Problem hat, ja? Also im Zweifel natürlich, erster Kandidat ist immer der als letztes installierte Mod. Aber wenn man eine Zeit lang keinen installiert hat, weiß man das ja auch nicht immer. Kann man zwar nachschauen, aber ich finde, das ist doch manchmal echt eine ziemliche Arbeit. Ich habe 205 Mods, die Reihenfolge ist wichtig, ENB ist auch drin. Ja, mit ENB hatte ich bis jetzt immer mega, mega Schwierigkeiten. Also das habe ich nie
gescheit zum Laufen bekommen. Und die Reihenfolge ist immer wichtig, ja. Das ist bei mir jetzt auch das Problem mit dem Favoritenmenü, dass ich da bei der Installationsreihenfolge irgendwas nicht beachtet habe. Das muss ich dann nochmal offscreen machen. Werde ich wahrscheinlich morgen machen in aller Ruhe. Volguntur entdeckt. Oh, da liegt schon ein Seelenstein, ein mächtiger. Gib. Hast du ein zweites Skyrim mit Nude-Mods? Na klar, das talk ich privat immer. Natürlich selber auch nackt. Na? Habt ihr euch lieb gehabt? Und seid dabei beide gestorben? Ein Abenteurer, warum hat er keinen Pfeil im Knie? Verzeihung. Hä? Du brauchst eine Elfenbeinklaue. Muss ich Elefanten töten? Oh, Rätsel. Oh Gott, Rätsel. Schlange. Vogel. Wir brauchen zwei Symbole. Hä? Schlange, Vogel, Schlange. Delfin. Fisch, whatever. Müssen die sich gegenüberliegen? Müssen das die richtigen sein? Dann bist du schon mal richtig. Du auch. Du auch und du auch. Ja, das kann ja schon mal nicht sein. Oh. Vielleicht gucken wir auch erstmal. Ich brauche hier auch die Elfenbeinklaue. Dann gehe ich erstmal weiter und suche die Elfenbeinklaue. Ich muss ja hier offensichtlich noch nichts Rätsellastiges lösen. Das kommt bestimmt später. Ich stehe da einfach da rum. Zack. Den ganzen Nordkrempel brauche ich nun nicht wirklich. Kette! Oh, den habe ich auch gerade so erwischt. Du bleibst, wo du bist. Oh, wir können auch. Habe ich gerade gesehen. Ist hier irgendwo was Feuriges? Nee. Doch da. Hätten wir auch damit erledigen können. Den habe ich aber auch nur gestreift. Den habe ich total verfehlt. Ich sollte mir angewöhnen, auch bei den Lulli-Gegnern einfach mit dem Verlangsamen arbeiten. Und ich glaube, dann ist auch das Gröbste, ja, durch. 25er dran. Naja, können wir aber auch ein bisschen großzügiger, könnte man aber auch sein. Jolt. Kaiserlicher Helm, wow. Meine Fresse, hätte ich vielleicht auch runtertauchen können, aber wäre vielleicht irgendwie eine Truhe gewesen, also man neigt halt, je länger man Skyrim spielt, umso mehr neigt man halt dazu, gar nicht mehr alles so genau zu erkunden, weil man ja eigentlich nicht mehr viele Sachen finden kann, die besser sind als das, was man schon hat. Deinas Valen, hast du die Klaue? Jawolla. Deinas Valens Aufzeichnung. Shit.
Die wollte ich doch lesen. Da. Abgeschlossen, erforsche die Legende von Gauldur. Finde die Bruchstücke des Amuletts in Gauldur in Folguntur, in Gaiamunds Halle, in Saartal. Abgeschlossen, finde die Bruchstücke des Amuletts von Gauldur in... Was? Okay. Wie fasst man ein der Forschung gewidmetes Leben in wenigen Worten zusammen? So wenig von dem, was ich gelernt habe, ist jetzt noch von Bedeutung. Die politischen Winkelzüge längst vergangener Zeiten, die jahrhundertelange Kampagne, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Gauldurs Namen aus den Geschichtsbüchern zu löschen. Ich weiß nicht, was uns in Folguntur erwartet, also schreibe ich hier die wahre Geschichte auf, soweit ich sie zusammenstückeln konnte. Mich gerade umentschieden, ich lese es nicht. Sorry. Ein bisschen lang. Brücke runter und da stehen sie rum. Die Schweine vom Uhrwerk. Mit Superman-Röntgenblick. Tot. Gut, jetzt ganz kurz muss ich mal in die Gauldur-Quest reingucken. Bruchstücke in Gaiamunds Halle und in Folguntur. War in Gaiamunds Halle nicht das Problembruchstück? Stream laggt. Stream laggt nicht von meiner Seite aus. Jo, gut, gucken wir uns später an, natürlich. Nicht jetzt. Also wir finden jetzt hier wahrscheinlich sowieso erstmal das Bruchstück. Deswegen aktiviere ich die Quest mal. Dass wir hier zumindest mal richtig hingeführt werden. Ja, da hattest du die verschwundene Leiche. Genau so war das. Ja, ich entsinne mich. Da muss ich hier wahrscheinlich auch im Zweifel mir das Ding dann doch nochmal mit einem Konsolenbefehl ranholen. Oh. Na. Okay. Tetra-Pfeile. Yo. Sehr schön. Hat sich ja mal richtig gelohnt. So, hier geht nichts. Rien ne va plus. Du. Schön. Oh. Nee, du nicht. Du bist cool. Total cool. Mhm. Na. Mehr Glück als Verstand. Ich habe schon gedacht, wir sind jetzt wieder 10 Minuten an dem Rätsel. Hallo euch allen. Was muss Amras sich denn per Konsole wiederholen? Ja, vermutlich ein Gauldur-Bruchstück, genau. Falls das, was ich im Inventar habe, das müsste aber eigentlich schon das sein. Nee, alles. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie es heißt, dann wäre ich eine Ecke schlauer. Ist doch ein Rüstungsteil. Fragment von Gauldurs Amulett. Das müsste eigentlich das sein, was ich mir schon per Konsolenbefehl geholt habe. Ansonsten muss ich es halt nochmal machen. Das sollte ja kein Problem sein. Ja, Spiel, das hast du dir so gedacht, ne? Genau, und ich kolt das gar nicht, oder was? Dafür gibt's... Oh, der war aber... Der ging aber genau in die Kronjuwelen.
Ist dir langweilig? Können wir ändern. So. Gold. Gold. Du machst das auf, richtig? Nein. Du aktivierst irgendwo da oben einen Schussmechanismus, okay. Ich glaube fast, den brauchen wir auch wieder nicht. Achso, habe ich ja schon gelootet. Hier ist ein Hebel. Hast du da zugemacht? Und du hast die aufgemacht. Na, gefällt dir der Seelenstein, den du da siehst? Es wird das letzte sein, was du je gesehen hast. Hm, da ist er. Yo, Pfeil zurück. Hier schon wieder so ein Rumgerätsele. Pass mal auf. Mhm. Drei Stück. Ich sehe aber nirgends. 316 Pfeile haben wir noch. Das ist aber toll. Ich sehe nirgends Hinweise. Vielleicht nehmen wir erstmal den Seelenstein da raus. Oh, jetzt habe ich mein Mauskabel gezogen. Nein. Also ich kann da zumindest nichts draus erkennen. Ah, hier ist auch noch was. Ah. Jo, komm her. Ja, guckst du schon mal, wa? Schlange, Fisch, Vogel, von links nach rechts. Jo, hätte ich alle einmal drehen müssen, oder was? Cool. Und nun? So richtig, Schlange, Fisch, Vogel. Oh, das war knäpplig. Gucken wir nochmal nach. Ah, ich glaube... Ja, hier muss die Schlange hin. Tut sie auch nichts?
War das jetzt so richtig? Ach, die Kette. Ah, die Kette. Skyrim 5000. Hallo. Wendeltreppe, Wendeltreppe. Huch, ein Feuerchen. Bäh. Hopp. Steht hier ein alter Thron rum. Zwei sogar. Naja, stehen kann man sie nennen. Keine gibt mir einen Pfeil zurück. Ihr seid doch alle zu geizig. Ich bin sehr gespannt, ob wir nochmal zum Anfang zurückkommen und wenn ja, was wir da mit der Klaue noch machen können. Schnauze. Oh! Du bist ja... Haben wir denn jetzt alle? So. Ein bisschen Gold. Du gibst mir einen Pfeil zurück. Du keinen. So, Klaue angucken. Vogel, Vogel, Drache. Vogel. Vogel. Ach so, mit der Klaue wurden die ersten beiden Türen bereits geöffnet. Alles, was du mit der Klaue am Anfang hättest machen können, haben die NPCs schon getan. Mensch, die sind ja cool. Mein Skyrim-Account ist weg. Okay. Das ist schlecht. Spielst du auch über Steam? Also dann müsste ja dein Steam-Account auch weg sein. Spannung, Volguntur Krypta. Aha. Ich drück mal F5, falls wieder irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Oh. Das erinnert mich an... Boah, ich habe die Namen der Orte alle nicht mehr drauf. Einer der letzten Dungeons, die man gemacht hat. Wo man... hat man da selber seinen Drachen, seinen fliegenden Drachen bekommen? Hieß das Sartal oder so ähnlich? Mikrul Gauldurson. Alter, wenn du Lappen jetzt nicht so ein Amulettteil hast, ne? Dann ist hier aber was los. Sind die anderen alle geplatzt oder was? Ne, die sind alle noch da. Bam! Der hat gesessen.
Looten werde ich die später, Kollege. Ja, war das nur der eine und der Rest? Ist offensichtlich zusammengeklappt, als wir, weil es ein trauriger Sklave war, als wir den Herrn Gaulurson hier umgeboxt haben. Skuldaffen, genau. Den Dungeon meine ich. Fragment von Gauldurs Amulett. Gold. Versiegelungsformel. Gauldurs Schwarzklinge absorbiert 15 Gesundheitspunkte. Ich nehme sie mal mit. Nicht, dass wir sie noch brauchen irgendwann, irgendwo. Und ich sie dann nicht hab. So, was sagt die Gauldur-Quest jetzt? Finde Bruchstück des Amuletts von Gauldur in Geiermunds Halle. Da können wir ja demnächst nochmal reinschauen. Vielleicht ist da ja irgendwas respawned. Ich glaube es zwar nicht, weil diese Gegner respawnen nämlich, glaube ich, nicht, die Bosse. Bosse. Schön, dass es hier aufgegangen ist. Ich glaube aber, wir müssen eher hier lang. Oh, Max Gesundheitstrank, sehr schön. Gold. Halskette. Stab des Magierlichts. Boah, der ist eine Menge wert. Der andere, den lasse ich mal drin. Wobei, es ist egal. Ich nehme den mal mit. Ich gehe jetzt eh noch gleich schnell verkaufen und so. So, jetzt gucke ich auch mal, was wir kriegen. Den Frostatem haben wir komplett. Okay. Dann gehen wir jetzt erstmal kurz nach Markart, verkaufen noch ein bisschen was, legen. Oh, ich hab gerade gedacht, ich stehe vor einer Wand und es geht nicht weiter. Legen die Gauldur-Sachen ab. Also die Fragmente können wir eh nicht ablegen. Ach ne, ich war schon richtig. Ach, hier liegt er rum. Okay, jetzt weiß ich, wo wir sind. Was nicht heißt, dass ich weiß, wo es lang geht. Miau. Was? Da ist zu? Mach auf. Es erklärt auch, warum hier am Anfang schon alles richtig eingestellt war, weil das, wie gesagt, ja, die NPCs schon erledigt haben. Netterweise. Bimmel. Und ich verspüre langsam einen massiven Hunger. Es ist gut, dass hier gleich mal Schluss ist. Ich muss unbedingt was futtern. Ich weiß gar nicht, wie das Leute wie Gronkh stundenlang aushalten. Ich hab die langen Streams noch nicht geguckt. Von euch macht der zwischendurch eine Pause. Danke fürs Folgen, Simon. Oder what? Markart. Als allererstes Markart.
Stufenaufstieg geht übrigens sehr langsam voran. Aber gut, wir leveln ja auch nicht viel, viele Fähigkeiten. Von daher kann das auch nicht wirklich schnell vorangehen. Schön, das blutigste Fleisch in Reach. Na, kennen sich denn da zwei im Chat? Zwölf Stunden ohne Essen geht schon. Ja, aber nee, muss nicht. Brauche ich jetzt nicht. Waffen. Gauldur Schwarzklinge. Die lege ich mal ab. Einfach weil. Das war's, glaube ich, schon, ne? Guck, wir haben auch 312 Stahlriemenpfeile. Die sind auch nicht schlecht. DLC-Pfeile sozusagen. Dann war's das hier schon. Ich wollte nur das Ding ablegen. Also ich gehe mal nicht davon aus, dass wir das später noch brauchen werden, weil sonst hätte ich es auch nicht ablegen können, wenn es irgendwie ein wichtiger Questgegenstand wäre. Skyrim 5000 ist mein Cousin. Mag offenbar das Wort Mongo gerne. Ah ne, das ist ja der Terminator, der das Wort Mongo gerne mag. Verrückte Mongo. So, verkaufen. Wollt ihr das Hammel oder Rehfleisch? Natürlich wollt ihr das. Je. Mongo ist auch keine Beleidigung. Kaum zu glauben, dass Madan... Oh, etwas hiervon, etwas davon. Ja, hier, 6 Dietriche, gib mal her. Dietrich Genscher kaufen hier. Zack, zack. Ein großer Stab der Abwehr. Ah, Hevnoraks Stab, den wollte ich auch noch ablegen, siehst du. Und nochmal zurückeiern ist doch immer wieder das Gleiche. So... Amulette und so haben wir auch noch was mitgenommen. Ne? Hier Halskette der Kräftigung. Die hat auch wieder nur noch so ein bisschen Gold. Kann ich da noch irgendwas abkaufen? Hast du noch irgendwas Sinnvolles? Kinnas. Benehmt euch. Sonst ist hier ganz schnell zappenduster. Wenn ihr euch beleidigen wollt, könnt ihr euch privat unterhalten, wenn ihr euch kennt, über Skype oder so, aber nicht hier. Ich könnte noch ein paar mächtige Seelensteine kaufen. Leere. Und hier ist sogar ein voller. Redekunst verbessert auf 93. Enderal auf jeden Fall. Falska habe ich mir jetzt erstmal beschafft und werde ich auch zocken irgendwann, aber eher privat, denke ich. Oh, Enderal ist noch nicht fertig. Nee, das dauert. Pff, oh. Werft einen Blick darauf. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob es überhaupt nächstes Jahr erscheint. Man kann ja auf der Homepage von Shore AI immer nachschauen, inwieweit sie, ja, wie weit sie fortgeschritten sind. Halskette mit Rubin, Halskette der Kräftigung, 2 Silberringe, 2 davon. Gut, das... Ihr könnt jederzeit wiederkommen. Ja. Im Januar schon? Ah, Skywind wäre auch so ein Ding, was ich gerne machen würde, aber eins geht nur. Und Enderal ist mir schon ein bisschen wichtiger. So,
So, pass auf, ich will jetzt noch mal kurz in Geiermunds Halle vorbeischauen. Steht zwar abgeschlossen da, aber einfach noch mal gucken. Ich weiß gar nicht, ich hoffe, das war nicht so lang, das Ding. Was ist Anderil denn genau? Eine Total Conversion von Skyrim. Dasselbe hat Shure AI auch schon mit Oblivion gemacht. Also sie nehmen die Engine des Spiels, nehmen auch einige, muss ich da runter? Nehmen auch einige Eigenschaften des Spiels, programmieren es aber teilweise um. Also es wird zum Beispiel ein neues oder ein anderes Talentsystem geben. Es wird vieles halt verändert und es sind halt komplett neue Gebiete. Also es ist halt nicht Himmelsrand, es ist eine komplett neue Welt. Ist etwas lang, die Höhle. Okay. Ist natürlich nicht so schön. Na, wir gucken mal. Auf jeden Fall habe ich einen Questplot schon mal angezeigt. Das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Wie man sieht, war ich auch schon hier. Es ist alles offen. Ach, hier war doch schon der Kampf, oder? Nee. Nicht ganz. Aber hier ist auch alles tot. So, da hinten sehen wir schon den Questplot. Ich glaube nicht. Also ich mache mir jetzt hier keine Hoffnung, dass das plötzlich da ist. Wobei, vielleicht ist es auch jetzt irgendwie erst aufgetaucht. Weil ich die Quest jetzt weitergeführt habe oder so. Ich habe doch keine Ahnung. Ja, ihr könnt mich mal... Ihr macht eh keinen Schaden. Ihr seid voll die Noobs, ihr macht voll keinen Schaden, ey. Mit euch zocke ich nie wieder in der Gruppe, ey. So, da hinten liegt er rum. Ey, er hat das Ding dabei. What the fuck? Umso besser. Zauberei. Ich meine, ich hatte im Let's Play schon mal nachgeschaut. Kann auch sein, dass ich ihn da nicht wiedergefunden habe im Wasser. Kann das sein? Die Leiche war früher einfach nicht da. Siehste? Irgendwas war doch. Ich wusste es doch. Aber wir haben jetzt die Teile. Wir können sie zusammenfügen. Das machen wir noch. Gucken wir mal, wie die Quest ausgeht. Was habe ich hier drin gelassen? Aha. Voll den hotten Shit. Moment. Kommen wir hier überhaupt wieder raus? Wie kommen wir wieder raus? Nein, wir waren draußen. Nein, ich bin... Nein. Nein. Selber schuld. Geile Scheiße. Schneller! Schneller!
Au. So, was? War was? Nö. Nö, oder? Nö, alles cool. Danke fürs Folgen. Gobelin-Esel? Mir schwant. Böses. Also, nee, sag ich jetzt nicht. Hier geht's raus, so. Enderil grenzt dann die Erweiterung von Oblivion an. Ah. Nein, nein, es ist, also mit den Elder Scrolls-Teilen hängt es nicht zusammen. Es ist schon eine komplett eigenständige Story. So, wo müssen wir es denn zusammenfügen? Bestimmt bei der Magierakademie, hätte ich jetzt gesagt. Füge das Amulett von Galdur zusammen. In der Windklippenhöhle? Im Fernwindhorst? Der alte Fernwindhorst, wer kennt ihn nicht? Rätsel sein Wiederherstellung in Galdurs Grab. Wir reisen mal zum alten Fernwindhorst. Alter, der Gaul. Das ist eine Höhle, die wir noch nicht entdeckt haben. Oh, Sollte ich hier runterlaufen? Ich sollte erstmal F5 drücken. Und speichern. Und dann sollte ich hier nicht weitergehen. Denn ich werde sterben. Na du! Jetzt hätte ich bald gesagt, du geiler Bock. Von den Entwicklern zu Enderil soll es ja schon eine Erweiterung geben, die an Enderil ansteht. Nerim. Das ist quasi das, ja, ätherische Gestalt könnte ich machen, aber nee, wir gucken mal. Wobei der Weg. Na, komm, ätherische Gestalt und runter. Zack. Verheib sie! Oh. Rechts sehen wir jetzt übrigens einen schicken Balken, wie lange das Ding hält. Ja, ob mich das jetzt so viel weitergebracht hat, das werden wir noch sehen. Hallo? Lass mich raus, wollte ich sagen. Ja, perfekte Wegfindung. Ich höre jemanden. Ja, haut euch halt aufs Maul. Dem Wasserstrom folgen und runter. Nerim kann man ebenfalls empfehlen zu spielen. Im Gegensatz zu Oblivion ist die Hauptquest auch der Hammer. Ja, da hat... Da ist Shure AI ganz stark. Wasserwindfelsen entdeckt. Boah, ein Geheimnis hinterm Wasserfall. Ich bin ja gerade am Abfeiern. So, die Quest machen wir noch fertig. Und dann schicket dat für heute. Dann mal gucken, ob wir morgen weitermachen direkt. Ich bin auf jeden Fall echt, es macht wieder so mega Spaß. Also es hat ja nie aufgehört, Spaß zu machen. Ich habe nur aufgehört, es zu spielen. Weil ich auch mal was anderes zocken wollte. So klischeehaft. Ich liebe es. Oh oh. Wir brauchen da oben eine Kralle. Wo ist denn die? Gut, 3,25er Tränke. Verlorene Legenden. Der Bosskampf wird nochmal nett. Ein Bosskampf?
Spoiler doch nicht, ey. Smaragd. Bärfischschlange. Die Bärfischschlange. Er kennt sie nicht. Was hältst du eigentlich von dem Multiplayer in Mass Effect 3? Den habe ich nie wirklich gespielt, deswegen kann ich ja gar nicht so viel zu sagen. Ich habe irgendwie nie das Bedürfnis gehabt, den zu spielen. Genauso wie bei Inquisition. Welches Level bist du? Ja, 65, stimmt genau. Ja. Hat der Schlocknir recht? Schlocknir. Schwumm, hier kommt doch gleich noch. Hier ist doch gleich. Hör doch auf. Was? Wir kommen hier einfach so hin? Ist das wieder dasselbe? Ja, ne? Nee. Ja, ich bleib mal im Schleichmodus, dann aktiviere ich keine. Moment, was brauche ich denn jetzt für eine Klaue? Brauche ich eine andere? Nein. Fehlt mir eine Klaue. Sag mal. Die Ebenerz. Woher soll man das wissen? Wenn ich mal fragen darf. Ne, ist ein Wolf. Wolf haben wir nicht. Ja, Elfenbein hat doch die falschen... die falschen Symbole. Haben die sich jetzt geändert? Natürlich haben die sich geändert. Vogel, Vogel, Drache ist richtig. Oder haben die sich nicht geändert und es war eben eine andere... Ah, davor war es die Smaragdklaue. Genau. Woher soll ich wissen, dass hier die Elfenbeinklaue reinkommt? Also klar, ich kann es jetzt sehen. Theoretisch. Wahrscheinlich steht es auch in den Aufzeichnungen, die ich nicht gelesen habe oder so. Und das könnt ihr mir schon vorstellen. Man sieht die, wenn man das Schlüsselloch aktiviert, genau. Ja, aber da, aber hallo. Ich gehe davon aus, hier kommen wir wieder raus, wenn wir fertig sind. Boah, ich hab Hunger. Oh, geht das echt so schnell? Ist das schon der fette Bosskampf? Ich muss hier erstmal das Amulett zusammensetzen. Komm, wir setzen uns mal zusammen und reden. Quest-Anfang hast du sie bekommen, steht auch im Buch. Ja gut, das dachte ich mir fast. Gut, der Quest-Anfang ist ja jetzt ein paar Jahre her. Zack. 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 Das erinnert mich an die Urahnen in Skyrim. In Diablo. Und? Hoffentlich muss ich hier nicht irgendwas... Hoffentlich muss ich den einfach nur töten.
Okay. Sehr schön. Hä? Gut, jetzt ist er da hinten. Die beiden sind jetzt angeschlagen. Unsere detrischen Pfeile sind ganz schön viel weniger geworden. Wir hatten über 500, glaube ich, als ich gestern angefangen habe zu streamen. Mann! Das war ein Volltreffer. Bam! Das ist der erste Down. Was? Ah, guck mal. Der Obermotz. Fragezeichen. Ah, okay. Nimm das Amulett. Amulett von Gauldur. Schön, das ist auf jeden Fall mal ein abwechslungsreicherer Bosskampf, also bringt Abwechslung rein. Amulett von Gauldurs. Soll das so heißen? Steigert deine Gesundheit, Magika und Ausdauer um jeweils 30 Punkte. Brauchen wir jetzt nicht. Ah, wir haben die Gauldur-Quest geschafft. Also war das, also es war in gewisser Weise schon ein Bug. Wir haben einfach nur Sieg des Gauldurson im Let's Play einfach viel zu früh besiegt. Bevor wir überhaupt die Quest hatten, quasi, und die Klaue gefunden hatten und. Hätten die dich gesehen, hättest Probleme gekriegt. Kann ich mir vorstellen, wenn man ungesehen bleibt, hat man in der Regel immer weniger Probleme. Was passiert, wenn die mich sehen? Rasten die dann total aus? Würde mich mal interessieren. Questlog, muss ich das noch irgendwo abgeben? Nö. Die dunkle Bruderschaft-Quest, die machen wir auch nochmal weiter irgendwann. Gut, dann jetzt hier raus. Nee, du kriegst bei Sigdis von 4 Seiten Pfeile ins Gesicht. Oh ja, das stimmt. Bei dem stelle ich mir das unangenehm vor. Goldbeutel, großer Seenstein. Hier war ich offenbar noch nicht. Ein Vulkanglashelm. Max Gesundheitstrank. Dazu gibt es die Sklaven und die Selbstdrücken auch genug. Was wieder einmal zeigt, wie mächtig man als Schleichcharakter doch ist in Skyrim. Das ist schon nicht zu unterschätzen, auf jeden Fall. Und warum ich immer noch schleiche, keine Ahnung. Es könnte ja noch irgendwo voll der Imba-Gegner kommen. Imba-Gegner. Dann geht's jetzt noch zurück nach Hochrodka. Wir holen uns wieder die nächste Quest ab für das nächste Wort der Macht. Plus die gelegentlichen Fusrodars. Ja, die sind ja sowieso unangenehm, bei den Todesfürsten vor allem.
So, ist das jetzt abgeschlossen? Ja. Und ab nochmal zu, jetzt hätte ich fast Aasgeier gesagt, zu Arngeier. Packen wir mal den Bogen weg. Ah, ich wollte noch gucken, ob ich Pfeile schmieden kann. Das gucke ich offscreen gleich nach. Ani? Bori. Verdammt. Ani? Ja, Wulfgar. Verdammt. Ani? Einhard. Verdammt. Der Reinhard wieder, ey. Pennt er schon wieder, oder was? Natürlich. Steh auf. Wir alle stehen in eurer Schule. Ja, das stimmt. Wir haben das Flüstern eines Wortes vernommen. Gebt mir eure Karte, dann zeige ich euch, wo ihr sein Echo findet. Angarwunde. Der Himmel über euch, die Stimme in euch. Ja. Da sagt er wieder was, der Arnie, ey. So, pass auf, wir machen das jetzt noch schnell und reisen mal nach Weißlauf. Da haben wir direkt am Eingang eine Schmiede. In Markart müsst ihr nämlich erst wieder suchen. Doch kein Cliffhanger für den nächsten Stream. Mensch, wie lange war ich schon nicht mehr im Weißlauf? Ich hatte eine Zeit lang eine Weißlauf-Mod. Gut, hier sehe ich keine Pfeile. Oder sind die im Zweifel unter Sonstiges? Ah, da. Köcher mit dädrischen Pfeilen. Wir brauchen Feuerholz, wir brauchen Erz, Ebenerzbarren und wir brauchen Dädraherzen. Alter Falter. Für 24 Pfeile ein Dädraherz. Da bin ich ja fast geneigt, mit Ebenerzpfeilen zu arbeiten. Macht ihr euch über mich lustig? Finde ich nicht nett. Ach hier, Anorak wollte ich noch ablegen. Mache ich offscreen, lege ich die Maske jetzt noch gleich ab, dass wir hier ein bisschen im Inventar ein bisschen Ordnung haben. Irgendwann, selbst wenn man noch so ein Ordnungsfreak ist, verliert man in Skyrim irgendwann den Überblick über seine Truhen, über sein Inventar, einfach über alles. So, aber ein Dedra-Herz für 24 Pfeile, das ist schon übel. Muschelkäferhelm. Kann ich die... Stahlriemenpfeile. Ich muss noch mal ganz kurz gucken bei Drache. Drachenknochenpfeile. Für 24 Pfeile ein Drachenknochen. Drachenknochen hatte ich ja genug, ne? Das waren ja ordentlich viele. Ja, ne? Die gab's da... Achso, nimm doch Drachenknochen. Die gab's da irgendwie nicht. Ja, manche Pfeile sind... Also Drachenknochen und Stahlriemenpfeile sind bei den jeweiligen... In den jeweiligen Kategorien und nicht bei Sonstiges. Ja, das Problem wird ökonomisch gelöst.
Ich bin ja auch Ökonom. Ich bin ein Ökonomikon. Ha! Ja, ansonsten hätte ich mit den Drachenknochen nicht mehr viel anfangen können. Ich meine, die Rüstung, die ich jetzt anhabe, die werde ich wahrscheinlich bis zum jüngsten Tag anbehalten. Für, falls wir wieder auf schwere Rüstung umschwenken, haben wir eine Detra-Rüstung. Auch schon, gucken wir jetzt gleich nochmal nach, mit, glaube ich, gar nicht mal so, so schlechten Fertigkeiten. Einhändiger Angriff versuchen, 30% höheren Schaden, Zerstörungszauber. Ach, da hatte ich ja überall Zerstörungszauber kosten 25% weniger Mana, die konnten wir ja spammen. Weil das nicht multiplikativ ist, sondern additiv. Also vier Gegenstände mit 25% weniger Mana kosten und schwuppdiwupp sind Zerstörungszauber oder alle Zauber, die man will, kostenfrei. Geht bestimmt immer noch. Ich wüsste zumindest nicht, dass es irgendwann mal rausgepatcht würde. 7 Dedra-Herzen haben wir nur. Oh, da muss ich jetzt aber nochmal ganz schnell gucken. Nicht, dass ich in den Trankmischerbeutel die Dedra-Herzen reingelegt habe. Noch welche? Falsche Tür. A, B, C, D, 8 Stück. Gib die mal her. Wobei, na, ist egal wie rum. Liegen sie halt hier drin. Scheißegal, ist eh alles durcheinander. Also für meine Verhältnisse zumindest durcheinander. Zutaten. Detraherz. Ablegen. Verdammt, warum gehe ich raus? Drachenknochen 67 Drachenknochen. Ich würde sagen, ich schmiede offscreen Drachenknochenpfeile. Auf jeden Fall. Ich stelle sie her, ich schmiede sie nicht. So, 15 Detra-Herzen waren das. Das wären dann 375 Pfeile. Detra-Herzen brauche ich im Prinzip. Bei den Gefährten gibt es eins für Lau. Und ja, in Merunisch rein kann man die farmen, habt ihr gesagt, wenn die Gegner respawnen, ja. Aber die Drachenknochenpfeile machen eh einen mehr Schaden und Drachenknochen haben wir halt im Überfluss. Mit 67 Drachenknochen, 67 mal 25, ist, habe ich jetzt keinen Bock auszurechnen, ist aber eine ganze Menge. Mit 1500 Quetsch oder so, ne? Also auf jeden Fall können wir da lange, lange von rumschleichen und tun und machen und dann lohnt sich es auch nochmal mehr, die Drachen zu erlegen. 1608. Dankeschön. Gut. Ich werde offscreen Drachenknochenpfeile schmieden. Ich lege jetzt noch die Maske ab. Anurak. Und das Gauldur-Amulett, das hebe ich mal auf. Aber brauchen tue ich das Ding auch nicht. Alles klar, dann sehen wir uns in der nächsten Folge ja irgendwo in Markarth wieder und machen weiter mit der Suche nach den Worten der Macht. Beziehungsweise vielleicht schwenke ich auch um und wir machen zwischendurch mal die Meisterzauber, weiß ich nicht, aber ich würde schon gern die ganzen Worte der Macht mir erstmal organisieren, so eins nach dem anderen. Jo, so machen wir das. Dann speichere ich mal schnell. Und dann sehen wir uns ich weiß nicht, ob morgen oder übermorgen oder morgen und übermorgen oder vielleicht doch am Wochenende gar nicht. Ich mache das immer so ein bisschen davon abhängig, wie ich Bock habe, ja. Also wenn ich jetzt gerade was anderes zocke oder auf Stream allgemein vielleicht keinen Bock habe, dann lasse ich es auch, weil da hat ja keiner was von, wenn ich da irgendwie was mache, was ich eigentlich gar nicht machen will. Das bringt ja nichts. Vielen Dank wieder für den tollen Stream. Hat Spaß gemacht zuzuschauen. Ja, und es waren konstant den ganzen Abend immer um die 50 Leute da. Das finde ich mega. Der absolute Oberhammer. Und ich hoffe, das bleibt so. Ich bin mit 50 Zuschauern mega, mega zufrieden. So viel habe ich mit anderen Spielen nicht.
Aber mal gucken. Ich werde auch bestimmt noch mal irgendwas anderes streamen, um vielleicht auch mal andere Leute für die Livestreams zu interessieren. Auf jeden Fall schön ein paar neue Dungeons und neue Wörter. Genau. Gut, somit hat sich die Frage erledigt, euch allen und die Amras. Okay, alles klar. Also, dann bin ich an dieser Stelle raus. Ich sage nochmal danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in einem der nächsten Streams ganz bestimmt wieder. Bis dahin, ciao, ciao.